Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Wir sind wieder am Start. Wir sollen heute noch einen Konvoi überfallen. Das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ja, wir haben uns einen Schützen ausgesucht für das Ding in Palito Bay. Und dann haben wir den letzten Teil der O'Neills eliminiert, die letzten drei. Und damit haben wir das Thema auch erledigt. Ja, und jetzt kommt der schwerste Teil. Also, was heißt der schwerste Teil? Es kommt ein schwerer Teil. Dieser Überfall, der ist tatsächlich nicht ohne. Ich habe den selten gespielt. Ich habe den zweimal gespielt oder so überhaupt. Also so wirklich oft habe ich den noch nicht gemacht. Ich weiß noch nicht, wie wir es angehen. Das müssen wir auf jeden Fall bei Zeit mal machen. Aber jetzt gehen wir jetzt mal den Konvoi holen. Gut, dass Trevor als ehemaliger Armee, wie auch immer, Fuzzi, als ehemaliger Soldat. Wie auch immer. Genau der richtige Typ dafür ist. Alter, wo sind wir hier gelandet, ja? Gegenverkehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder beziehungsweise nicht mal erwartet, wenn ich ehrlich bin. Der hat aber auch nicht gebremst. Der hat auch einfach durchgezogen, der Typ. Gut, dann haben wir jetzt für 12. Oh nein. Nein. Jetzt haben wir zumindest für Trevor schon mal die O'Neills. Und die. Aua. So. Nummer 3 einfach so. Was ist der Konvoi denn lang? Ist ja da jetzt lang? Na super. Warte, ich muss den Weg, wo wir mitmachen. Der ist da unten. Wie schnell sind die? Ernsthaft. Haben wir den einen jetzt verpasst und haben jetzt den Legs an der Backe oder was? Boah, wie schnell sind die Arsch, Alter? Boah, nimm doch deine scheiß Mühle da weg. Ja, ich hätte mit Trevor eigentlich mal Munition einkaufen müssen. Ja, der ist da hinten. Was war bei den Jeep da oder was? Ui. So, immer muss ja noch einer sein, oder? So. Puh. Ach, das sind nur die Munitionswaffen, die man aus dem Auto rausnehmen kann. Ich nehme mal die Waffen mit, die braucht er eh nicht mehr. Das war aber auch verdammt knapp auf einmal. Wie will ich auch Energie nehmen? Begib dich zum Metzabor. Oh. Gut, Gott sei Dank hat das Fahrzeug in mehrere Reifen, weil der eine ist nämlich durch. Aber jetzt glaube ich nur der eine. Gott sei Dank.
Da ist es nicht weiter tragisch. Gut, dass wir nur 1,7 Kilometer haben. Oh, vorne der Reifen ist auch noch durch. Na geil. Warte mal. Dann machen wir das kurz. So. Ohne von den Cops gesucht zu werden, überfällt man mal eben einfach so gerade einen Militärkonvoi. Warum nicht? So. Dann haben wir das auch schon erledigt. Das ging aber verdammt schnell. Steigen Sie aus dem LKW, machen wir das. So. Mit der Ausrüstung. Ah, guck, die Dinger klebt und knallt, oh gut. Wer hätte sich mit Haftbombe arbeiten können? Tja, doch gut, keine Ausrüstung. Lester! Lester the Molester, Bro! We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Die Frage ist, sollen wir das jetzt angehen? Ich meine, das waren jetzt so ein paar Minuten, ne? Komm, wir gehen's an. Und dann haben wir es in einem Run. Warte mal. Dann nehme ich die Dings direkt mit. Na, machen wir heute. Je nachdem, wie lange das heute geht, machen wir eine Überfolge. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Wow, she's 57. And she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I missed my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey, mother... Hey! Why? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, and we're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's gotta enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. They grab the take. They rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great. Let's go. So. Paleto Bay. Let's hit this shit. Let's go. Steige in den Transporter, begib dich zum Pier. You ever hit a bank before, Franklin? Yeah, I was the driver on the job my boy Lamar pulled.
Guess it's the same kind of shit we doing now, right? Nice, bro. What was the take? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh? Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. Yeah, 25 years ago. Jesus! You, generic goon. What was your first bank score? Okay, we're doing this? Robin Stash passed on count, I guess. Let me think. First real link. All right, yeah, armor car. Forget me. When we broke down in these slums, know what I'm saying? They had it coming. How much you take? 200? 1,000? Oh, big dog. First time out. Had to send most of it up the ladder, yo. Repping boggles, homie. Yeah, so that was when I went independent. Man, I hear you on that one. Hey, your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember... If he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. The checks cash place? I went in, took him for $8,000, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that, though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in four, and that, children, is why we don't leave witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. Oh, plan. Share. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man, shit. Okay, the score was like 2 stacks, man. 2G, take home on your first gig? Fuck, that ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Dive pack went off, home. Money was useless then. Dive pack? You amateur. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow, come on. Don't be so cold, man. Learn to laugh at yourself. Hey, man, why aren't you looking? You're in danger of turning into this man. Oh, das sind doch Lost-Typen. Drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready because we're gonna wanna go ASAP. I'm on getaway, man. I'll do it. So. Ja, ich weiß gerade das Gespräch zu überlegen, machen wir das noch in dieser Folge? Also wir fangen an damit. Ich glaube nicht, dass wir den komplett fertig machen. Müssen wir mal gucken. Weil der dauert wahrscheinlich ein bisschen. Alright, you know where you gotta be? I got it down. I'll bring a die pack just for you. So. We ready for this? I could use a restroom break. And risk getting ID'd. You're an idiot. I gotta go. It's number two. Genau. Muss mal einfach. You all ready? Let's go. Geh in die Bank. Machen wir das doch. Moin. Ich will mal Geld abheben. Be here soon to keep an eye out.
I think I've got through. Get the door down, Em. On the floor. So, wir müssen mit Michael ran. Stay down. Begib dich zum Tresorraum. Und das Scheißding mal. If I ever meet this alarm guy, I'll fucking shoot him. Not if I get to him first. Yeah. Stay back! We got hostages! Tell the sheriff the 211 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. Sheriff's here. We never could have beaten that response. There's other ways of beating it. Oh, oh. Das wird jetzt gerade richtig heftig. Ja, sag ich, das Ding ist nicht ohne. Acht Millionen. Na gut, wir sind 2 Millionen. Aber haben wir noch nicht. So. Mit Gatling. Der Mann, der will. We're blocked in here. You won't be for long. Police chopper. Woo-hoo! And the price of gas keeps on rising. Good enough. You humorless prick. Down the bird. Ist doch schon. So, mit Absicht erstmal den weg. Der ist tot. Ich hab Spaß an dem Ding gerade. So, der ist auch weg. Der auch weg. Alter. Hör mal, mein Freund, das ist, war jetzt aber nicht lustig. Durchgesiebt, durchgesiebt. Warte mal. Wir haben noch 1600 Schuss. Gut, dass der Michael ein bisschen. Headshot, der ist auch tot. Hör mal.
now with 50 pounds of gear. Blast it! Take down the fence, bro! By the pool! Jesus! Bring the fence down! You have caused enough damage! Go, 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 go. Someone's lovely home. Yeah, the only thing your crib's missing is a pool with a burning helicopter in it. Hope you got some more of them. Keep behind the car. We gotta push through this roadblock. They got tech guys in Toledo Bay. You guys. So, der auch tot. Also ich habe keine Schutz mehr. Hey, we're taking this score to buy one of them unwieldy motherfuckers. Ah, shit! The fucking army! It's too heavy! You wanna play dead? We won't be playing! Hey, hey! Through here! Run along! Ah, fine! Ja, ein bisschen Kohle haben wir verloren. Was? And we really we gotta go. Now you fools really been making a fucking mess out here. Begib dich zu Michael Trevor, genau. Frank hat sich alles rausgehalten. Erstmal da weg. Sicher? Dieser scheiß Panzer! Scheiße, hier wird verfahren. Gibt es der Fabrik? Oha! Gute. Oh, was ist das? Was zur Hölle? Ja, aber hallo! Und da kommt der nächste direkt. Hey, hold on! Tank
So, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und dann gucken wir mal, schaffen es unsere drei Helden hier rauszukommen, leben noch irgendwie rauszukommen. Oder gehen sie drauf? War das ihr letztes Ding? Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.